Yo Leute und herzlich willkommen zum dritten Türchen des CSGO Adventskalenders 2018. Und wie auch jeden Tag gehen heute wieder drei Skins raus an euch. Beziehungsweise ein Key und zwei Skins. Es sind drei Preise. So, Preis Nummer 1 ist Operation Hydra Kistenschlüssel. Dann der zweite Preis wäre eine Nova Hyper Beast in Field Tested. Und zu guter Letzt die Nummer 3, was haben wir da? Eine M41S Dezimeter in Minimalware. Ein sehr schöner M4 Skin, finde ich, by the way. An die Boys, die was heute zum ersten Mal einschalten und sich fragen, yo, was geht hier ab, wie kann ich hier teilnehmen? Ihr müsst bei der, wenn ihr bei der morgigen Ziehung mit dabei sein wollt, ihr müsst dieses Video hier positiv bewerten, ihr müsst einen Kommentar unter diesem Video schreiben und ihr müsst ein Abonnent meines Kanals sein. Wenn ihr diese drei Faktoren erfüllt, seid ihr bei der morgigen Ziehung mit dabei. Und insgesamt, also CSGO Adventskalender ist ja eine Art Format, was ich ja zum dritten Mal schon mache, wo ich bis zum 24. Dezember täglich ein Video hochlade, wo ich mindestens 3 Skins oder mehr rausraffle mit einer Gesamtvalue von $400 oder über $400. Und am 24. gibt es ja dann als Hauptpreis noch ein Bowie Knife Knight in Minimalware mit einer, muss ich schon sagen, sehr guten Float. Was ich da gefunden habe. Man sieht so gut wie keine Scratches, außer hier halt auf der Blade, und man hat halt da vielleicht noch die eine oder andere kleine Schramme. In-game fällt das gar nicht auf. Sieht aus wie FN. Schwöre euch, Alter. So, dann würde ich gleich mal sagen, lassen wir die Gewinner ziehen. Die drei Gewinner für heute. Preis Nummer Uno war ja der Hydra Key. Lol. Sprachfehler. Was ist hier? Wieso kann ich hier keinen Gewinner ziehen? Achso. Lol, ich habe gar nicht geladen. Das passiert mir jetzt auch zum ersten Mal. So, okay. Aber jetzt sind wir ready. Gewinner Nummer Uno. Ich komme schon ganz durcheinander hier. Joker, Underline 1-0 oder 10. Wie immer, gut, ja. Ich glaube, das sollte ein S sein. Video und good luck an alle. Glückwunsch, Joker, Alter, du hast mal den ersten Preis gewonnen. Der Key geht mal an dich. So, Preis Nummer 2 war ja die Nova Hyper Beast in Field Tested. Und die geht raus an dir, Devils Fan. Einmal gewinnen muss sein. So, Boy, du hast einmal gewonnen. Glückwunsch an dich. Vielleicht gewinnst du ja auch noch ein zweites Mal. Zwar nicht morgen, weil die Gewinner von heute setzen ja einen Tag aus, aber wer weiß, wir haben ja erst den 3. Dezember. Da sind noch 21 Türchens geschlossen. So, und der dritte Preis, die M41... Was ist jetzt? Und der Brite. Fuck, was ist das? Jungs, alle, ich habe einen Sprachfehler. Ich hatte heute einfach so einen Kack-Arbeitstag. Mein Brain ist AFK für den Rest der Woche. Und wir haben jetzt Montag. Und der dritte und letzte Preis, die M4A1 S-Dezimeter in Minimalware. So, jetzt habe ich's. Die geht heute raus an den... Es dauert auch so lange, bis der mal den Gewinner zieht. Flolo 222. Schönes Video. Danke, Mate. Ich hoffe, damit du meinst jedes Video von mir. So, die Gewinner werde ich unter den Kommentaren des gestrigen Video kommentieren, beziehungsweise antworten. Dort antwortet ihr mir nochmals zurück mit eurer Tradewell und dann offere ich euch die Preise schon raus. Und sorry erstmal, wenn ich mich jetzt das eine oder andere Mal verspreche, aber ich bin irgendwie heute geistig nicht mehr ganz fit. Stressiger Arbeitstag, ja. Läuft nicht so. Kack Montag einfach. Und bevor ich das Video jetzt dann auch schon beende, möchte ich noch kurz auf zwei Sachen eingehen, was ich in letzter Zeit immer häufiger gefragt werde. Punkt 1 war ja, wenn ihr jetzt eine Trade-Sperre habt oder momentan einfach eine Handelssperre, ist halb so wild. Ich behalte mir das Kind so lange, bis die Handelssperre vorbei ist. Ich notiere mir das alles, schreibe das auf, wann wer was gewinnt und offere euch die Preise dann im Nachhinein raus.
Nur möchte ich noch dazu sagen, ich möchte jetzt mit den Skins alles bis zum 31.12. erledigt haben. Das heißt, alle Boys, die was jetzt eine Trade-Sperre von jetzt über 4 Wochen oder über 3 Wochen haben, so all das, was jetzt bis ins neue Jahr reingeht, da bitte ich euch darum, dass ihr dann vielleicht die Trade-URL von einem Mate von euch irgendwie besorgen könnt, dass ich dem dabei euren Skin offer. Und ihr soll das dann euch den Skin offern, wenn ihr halt keine Handsperre mehr habt. Weil ich möchte halt nicht die ganzen Skins dann ewig lang im Inventar haben. Da weiß ich jetzt nicht, habe ich den schon vergiveawayt oder nicht. Kann ich den jetzt vergiveawayen? Oder hat den schon wer gewonnen? Wenn ihr jetzt wisst, was ich meine. Und Punkt 2 war ja, ihr könnt mir ja selber, also ihr könnt ja selber noch Skins in den Pot hinein offern. Jeder, der das macht, wird halt dann namentlich erwähnt. Je nachdem kann er sich halt aussuchen, ob dann YouTube-Account oder Kanal, Twitter-Account, Twitch-Kanal. Wird auch in der Infobox verlinkt von den Sponsoren, sage ich mal, was halt noch Skins für den Preispool bereitstellen. Nur wurde ich da gefragt, was für welche Skins. Also ich sag mal, Skins ab 1 Euro wären okay. Es muss nicht ein Skin sein, was 1 Euro wert ist. Es können auch mehrere Skins sein, die was halt im Gesamtwert 1 Euro wert sind. Dann vergibe ich das halt als Bundle und jo. Nur wenn ich halt jetzt anfange, da 3 Cent Skins zu vergibe, wenn nur damit halt jemand da halt Werbung über seinen YouTube-Kanal oder irgendwie machen kann, das juckt halt keinen, wenn ich jetzt 3 Cent Skins vergibe. Wisst ihr, was ich meine? Das schaut sich halt keiner an, ne? Falls noch jemand Fragen hat, beziehungsweise falls noch jemand dieses Ankündigungsvideo nicht gesehen hat und Fragen hat, dem würde ich mal empfehlen, guckt euch das Ankündigungsvideo an, da erkläre ich das ganze Giveaway, diesen ganzen CSGO Adventskalender 2018 einfach bis ins Detail. Dann wisst ihr, um was es geht, wie es funktioniert, wie es abläuft, wie läuft es in die nächsten paar Tage ab und was halt so insgesamt an Skins rausgehen. Ja, falls ihr auch noch jemand Fragen hat, ihr könnt mir jederzeit die Fragen in die Kommentare stellen. Ich lese mir, also bis jetzt habe ich mir noch immer jedes Kommentar durchgelesen, zwar nicht auf jedes geantwortet, aber ja, durchlesen tue ich sie alle. Nicht vergessen, Abonnent meines Kanals sein, Daumen nach oben und einen Kommentar unter diesem Video, dann seid ihr bei der morgigen Ziehung mit dabei. Dann sage ich euch nochmal noch Ciao und bis morgen, euer Alex.